Herzlich willkommen zurück zu Witcher 3, wo ich mal ein bisschen meditiert habe, damit wir wieder ein paar Tränke einsatzbereit haben und Dinge besser sehen und sowas. Also mit der Fackel finde ich nicht ideal und so im Dunkeln so nur die Hälfte sehen ist auch nicht so geil. Deswegen Katze. Scheint hat es ein Hexenjäger bis fast hier ganz unten geschafft. Ich weiß nicht, wie die Hexenjäger es überhaupt geschafft haben, diese Portale zu aktivieren. Ich meine, die können keine Zeichen, oder? Das wäre doch für die das Allerschlimmste, wenn die sowas lernen müssten. Na, nicht sicher, wie der überhaupt bis so weit hier unten gekommen ist. Vielleicht hat er also versucht, runter zu springen, natürlich. Das kann natürlich sein, dass sie versucht haben, runter zu klettern an den Wänden. Und dann ist er irgendwann ausgerutscht, nach unten gefallen, verletzt und dann hier gestorben. Das klingt mir realistischer, als jetzt zu sagen, oh, die haben es irgendwie durch die Teleporter geschafft und sind dann hier irgendwie gestorben. Oh, scheiße. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Das ist ein Ifrit, das ist ein Konstrukt. Ich hoffe, wir haben zumindest Konstruktöl. Verbessert das sogar. Schön. Außerdem brennen die Typen. Da ganz fliegen. Um das Brennen von ihnen zu löschen, müssen wir die Art ein bisschen abkühlen. Außerdem sollten wir nach Möglichkeit. Wieso ist jetzt Katze schon ausgelaufen? Willst du mich verarschen? Dann sollten wir, glaube ich, die Meritium-Bomben auf die werfen. Oder war das auch Mondschock? Ich glaube, die Meritium-Bomben waren das bei denen. Wir haben noch gegen keinen gekämpft, deswegen muss ich leider so ein bisschen raten. Nein, nicht! Die Fackel, verdammt. Ritzebomben hinterlassen so ein Feld, da kann man keine Zeichen wirken, aber auch keine offensive Magie kann gegen uns gewirkt werden. Ja, ich glaube, der brennt wieder und müssen wir eben wieder löschen. Jetzt wird das schmerzhaft. Schmerzhaft. So, das Vieh ist von hier rausgekommen, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Kleinen Moment. So, sorry für die Unterbrechung. Ich hätte es rausschneiden können, aber zu faul. Sorry, ich musste eben meinem Dulli Bescheid sagen, dass er jetzt nicht staubsaugen soll. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen.
Also wir haben chirurgische Dinge, Notizen, die wir nicht mehr lesen können. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Was zum Desinfizieren? Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich denken, ja, hat jemand... hat ein Chirurg gearbeitet. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. So, ich dachte, wäre vielleicht im Megaskop. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen soll. Also zu Triss gehen und ihr das zeigen. Sollten wir nicht direkt zu Radovid gehen, weil er sonst angepisst ist, wenn wir den Kristall voruntersucht haben? Aber ich meine, ich weiß nicht, was er will. Will er noch mehr Informationen darüber haben, was dieser Kristall tut? Oder? Ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich Radovid einschätze, will er lieber den Kristall von uns haben und dann versucht er irgendwie über seine Hexenjäger oder sowas oder irgendwelche Magier, die er noch im Leben halten hat, das zu entschlüsseln und will nicht, dass wir das vorher versuchen selber zu machen. Allerdings sind wir nicht Radovid. Ich glaube, wir kamen von der linken Seite hier rein, oder? Ist hier vielleicht noch einen anderen Weg raus? Einfacheren Weg raus? Anscheinend nicht. Geht's auf diesen Weg raus? Ich weiß es nicht, wir versuchen es mal. Ist jetzt von selber rausgegangen. Großartig. Noch? Hast du was gefunden? Weiß nicht, es geht dich nichts an. Ich muss es zu Radovid bringen. Das geht dich nichts an. Da irrst du dich, mein Freund. Ich diene dem König. Alles, was ihn betrifft, betrifft mich auch. Gib mir alles, was du gefunden hast. Wir werden es dem König übergeben. Nee, ich werde das dem König Feind selber übergeben. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnapp ihn! Ach. Lasst euch nicht zurückdrehen! Ach. Vorsicht! Machen wir es schnell. Ach, verdammte Scheißachs, die mit ihren super aggressiven Angriffen. Und jetzt ist es hier super dunkel und ich sehe nichts. Yay. Pass auf, der Wirbel! Witzig. Da. Das Fenster fürs Blocken zu sehen, so im Dunkeln, ist schwierig. Ach.
Ja, Vezinrado wird einfach, die wollten hier mit reingehen und sind dann an Philippas Fallen gestorben. Keine Schnellreise hier in der Nähe. Ich glaube, hier gibt es aber eine Schnellreise in der Nähe. Vielleicht irgendwie so ein Stück Norden. Ach, wir wollten ja das Ding auch noch mitnehmen. Also zumindest schauen, ob das jetzt vielleicht wieder betretbar ist. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab auch hier Schnellreise. Da. Okay. So, Plätze. Du stehst immer noch hier im Gebüsch. Okay, versuchen wir nochmal zu diesem Schatz zu kommen, wo wir schon mal waren. Jetzt sind die Wölfe ja mittlerweile weg. Was jetzt? Das sind nur die harmlosen Wölfe, mit denen kann ich mich gerne messen. Aber die Special Wölfe sind weg. Yay. Großartig. Ich glaube, ich auch ein bisschen Respekt haben. Hey, ein Adam Dice! Besser als das, was wir haben? Nein, natürlich nicht. Na gut, Platz zu verschwenden von hier. Auf Plätze! So, dann bringen wir mal den Kristall zur genauen Gutachtung zu Triss. Wie gesagt, ich glaube, Radovid wird das nicht besonders gefallen, aber wir machen es trotzdem. Huch. Ah, ist ja. Hier noch was los? Herhört, herhört, alle Passanten, alle Reiter! Das ist es! Die ehrenwerten Wegewuts laden zum Rennen! Vollblüter in vollem Tempo! Beim Anwesen der Wegewuts Es gibt ein Rennen? Nein, Seife auch! Wir können es ja nicht Hört, hört, Bürger der Feinstadt Novigrad und uns Fremde. Die noble Familie Wegebutt gibt sich die Ehre, zum alljährlichen große Erasmus Wegebutt Gedächtnisrennen zu laden. Sie sind sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer des Rennens willkommen. Üblich findet das Rennen auf dem Gelände des Wegebutt Anwesens statt. Man wendet sich mit allen Anliegen an die Rennenleiter. Ungeschickt, ungeschickt. Schon wieder ist hier zu letzt. Nein. Vorsicht, Schwindler. Gut, nur gerade lasst euch sagen und sagt allen weiter, dass Klaus Fletzerling ein Lügner, Betrüger und Schwindler ist. Seine Haarwuchswunderformel ist nichts als mit Fliederauszügen gefärbtes Brunnenwasser aus den Scherben. Der Konsum hat keine andere Folge als schwere Durchfälle, die einen Tag und Nacht auf die Latrine stürzen lassen. Er tatsächlich persönlich festzustellen, dass ich zweifelhafte Vergnügen hatte. Wenn ihr so unverschämte Gaune bei euch aufkreuzen, kauft ihm nichts ab, sondern empfiehlt ihm sein eigenes Mittel zu trinken. Ich kaufe gute Bücher, der Inhalt ist nicht wichtig, solange sie in gutes Leder gebunden und mit Goldlatten versehen sind. Ich möchte sie in meinem Salon präsentieren, um meinem Domizil Gravitas und Feinsinn zu verleihen. Vergangenen Sonntag wurde in den Keller des Kaufmanns Gin Logobardi eingebrochen und ein fast dreifach Met wurde entwendet. Ungefähr zur gleichen Zeit des Einbruchs wurde ein dünner, kahler Mann dabei beobachtet, wie er kichernd ein fast die Straße runterrollte.
Ferner hörten Zeugen, wie er unanständige Lieder sang, in denen er sich Odrin nannte. Er weiß, wo der Verdächtige sich aufhält, wird gebeten, sich umgehend an die geschädigte Partei zu wenden. Waren nicht befummelt, befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden. Triss Meergold wird gesucht, ja. Spukhaus und betrügerische Händler hatten wir, glaube ich, auch schon. Das Beste und viel oder? Und alles dran, alles will ausgehen, was sie von Wolfgang gesetzt sind. Oder? Also. Ja, besuchen wir das Spukhaus nochmal. Anscheinend hat sich da wieder jemand Neues niedergelassen. Wir hatten eigentlich Sarah gesagt, sie kann da bleiben. Hm. Du bist zwar grimmig, aber mit diesem Heiler. Ich bin gelaufen, seht, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Hm, ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Hm. Na gut, ich hoffe, ihr habt euren Spaß. So, dann gehen wir nochmal Triss besuchen. Sie wollte ja eh noch was von uns. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind voller Schlamm. Vielleicht zieht sie endlich mal zu ihm. Von wem redet ihr? Doch nicht über mich, oder? Weil ich habe kein Haus. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, Geralt? Wie geht es dir? Hm, geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Hm. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Einiges. Sie hat sich wohl in Elfenruinen außerhalb von Novigrad versteckt, nach ihrer Flucht aus Lochmuin. Sie hat dort einige Experimente durchgeführt. Das hier könnte uns mehr verraten. Ein Megaskop-Kristall. Oh, er ist beschädigt. Könnte aber noch funktionieren. Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat.
Perfekt, dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur der Flaester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können. Wilgefortz hat's geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist... Denn dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Worüber haben Sie da gesprochen? Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Wieso? Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen, das sind die mächtigsten Zauberinnen, die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen. Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Warum nicht? Was kann er denn davon für Informationen bekommen, die uns oder Philippa großartig belasten? Warum denn nicht? Ich sollte ihm zwar Philippa bringen, aber vielleicht ist er auch damit zufrieden. Ich hoffe wirklich, dass du das nicht ernst meinst. Radovid hasst Magier, besonders Philippa. Wenn sie ihm in die Hände fällt, wird sie diesmal nicht mit dem Leben davonkommen. Ich glaube, du übertreibst. Sie haben nichts Bestimmtes erwähnt. Radovid hält Magier gefangen. Er wird sie zwingen, noch mehr aus dem Kristall herauszuholen. Du übertreibst. Außerdem wird Philippa denselben Fehler nicht nochmal machen. Geralt, denk nochmal drüber nach. Das werde ich. Danke für deine Hilfe. Außerdem wolltest du noch über was anderes reden? Ja, Geralt. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener, wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede.
Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Okay, treffen wir uns dann dort. Ups. Ich werde Rabe mit dem Kristall zurückbringen. Vielleicht hat Triss recht, dass das Leute in Gefahr bringt, aber das Letzte, was ich jetzt noch gebrauchen kann, ist Radovid am Arsch zu haben. Deswegen will ich ihm da wohl mal entgegenkommen. Weil ich glaube, wenn ich ihm einfach bloß erzähle, ja, da war nichts, dann wird er mir das A nicht glauben und B auf der Stelle umbringen. Nee, ich glaube nicht, aber er wird nicht besonders erfreut darüber sein, sagen wir es mal so. Spät ist es eigentlich, es ist schon abends, da gehen wir eben noch zu Radovid drüber. So, wir wollen uns ja bestimmt tagsüber mit auf dem Fischmarkt treffen. Der wird ja wohl nachts geschlossen, aber wenn nicht mitten in der Nacht irgendwelche komischen Treffen auf dem Fischmarkt abhalten. So. Ich hab dich auch im Blick, Alter. Finsternis, überall so. Finsternis. Aber der Schmied hat schon zu wahrscheinlich, oder? Ja, Moment. Ja, das ist das, dann müsste das da sein. Ja, da ist schon zu, schade. Ich hatte gehofft, ich könnte noch schnell ein paar Schwerter loswerden. Brauchst auch Geld, ja, wahrscheinlich. So. Dann zu Radovid, damit wir dieses Kapitel hinter uns lassen. Ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Nein. Nein, sie war nicht in ihrem Versteck. Aber ich habe dort diesen Kristall gefunden. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhardt bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Gut, solange er nicht angepisst ist, ist das alles okay für mich. Ihn auch noch auf mich angepisst zu haben, ist glaube ich das Letzte, was ich gerade noch brauche. So. Guti, dann sind wir glaube ich soweit hier durch. Was haben wir noch alles so für hübsche Sachen zu tun? Natürlich außer Triss weiter zu helfen. In einer lebenswichtigen Angelegenheit. Eine Sache haben wir noch in der Nähe von Ochsenfurt. Vielleicht können wir die noch eben schnell machen. Dann müssen wir da auf die andere Seite rüber. Können wir uns, glaube ich, einfach ein Schiff nehmen. Und da eben rüber segeln. Und hinsetzen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf irgendwelche kleinen Inselchen drauf fahren.
Spiel noch nie in Dreiberg-Infanterie. Schwing ihr Schwert und Knöchel knack, tötet Nilfgaard Lumpenpack. Sind jemand sehr Begabtes? Dann schon die Knie, hier kommt der Kavallerie. Schwinge Schwert und Knöchel knack, tötet Nilfgaard Lumpenpack. Du, Menschling, hier redanisches Armeelager, kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komm zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Okay. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, Sangre Dania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh. Ich bewache Boote. Ich hab die Farbe schon, danke. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Okay, ich versuch's. Ich versuch es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel, toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Krieg lieb und nicht verkehrt. Männer fallen tot vom Pferd. Also macht's ja nichts aus, wenn ich als Soldat zu Soldatin noch ein bisschen was von den Sachen mitnehme. Nicht verschwenden, voller Schmaus. Vergessen wir weiter.
Na gut. Gut, gut. Dann haben wir hier noch einem armen Troll geholfen. Außerdem haben wir noch eine gebesserte Greifenrüstung hier gefunden. Ich wusste, ich wollte aus irgendwelchen Gründen hier hin. So. Viel von den verbesserten Greifensachen haben wir aber noch nicht. Und dann haben wir jetzt schon mal noch eine Rüstung. Und ich glaube, wir haben auch schon ein Schwert. Naja, müssen wir mal schauen. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich wieder nach Novigrad gehen mit Triss, den Diener von der Frau Wegeburt treffen und schauen, wozu das Ganze führt. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.